Olaf Scholz ist wahrscheinlich gerade auf dem Weg nach Kiew. So genau wissen wir das ja nicht. Wahrscheinlich auch im Zug. Auch das wissen wir nicht so genau. Wie finden Sie diesen Zeitpunkt? Es ist gut, dass sie jetzt stattfindet, die Reise. Es ist richtig. Und vor allen Dingen, wenn sie auch mit den anderen Staatschefs und Regierungschefs aus Frankreich und Italien gemeinsam stattfindet, ist das natürlich auch ein starkes Signal einer europäischen Gemeinschaft, die hier sowohl solidarisch ist mit der Ukraine, wie eben auch in Richtung Moskau ein starkes Signal, dass hier eine EU-Antwort gibt auf das, was Putin da macht. Und warum war das bis jetzt keine gute Idee? Das sage ich nicht, dass es keine gute Idee war, aber es war vielleicht aus unterschiedlichsten Gründen nicht möglich. Und auch natürlich die Ausladung unseres Bundespräsidenten war sicherlich eine Situation, wo dann auch nicht kurz danach der Kanzler fahren kann. Aber wenn die sich jetzt verständigt haben, die Staatschefs, dass sie das gemeinsam jetzt auch vornehmen wollen, ist es doch gut. Wie nehmen Sie das wahr, Frau Kade? Ja, also überfällig ist vielleicht noch ein freundlicher Begriff für den Termin der Reise. Ich würde sagen, es war eigentlich ein unwürdiges Schauspiel, wie lange darum jetzt gerungen wurde. Ich finde auch, wer wen ausgeladen hat, sollte dann möglichst schnell auch ausgeräumt werden. Jetzt macht man das natürlich auch mit Blick, ich glaube, so ehrlich muss man sein, mit Blick auf die G7-Gipfelrunde, die Scholz ja dann Ende des Monats haben wird in Bayern, in Elmau. Also das heißt, es geht da will um man die halt EU? Vorher, da will man halt vorher auch demonstrieren, dass man jetzt nicht total tatenlos war. Ich glaube, das, so ehrlich muss man sein, um das dazu zu sagen. Also schon wieder eine gewisse Scheinheiligkeit im Spiel? Ich habe das Wort vorhin gerade benutzt, oder wie sehen Sie das? Ja, also ich glaube schon, dass der Zeitpunkt eben auch Scholz nutzen soll, nicht nur der Ukraine. Ja, aber es ist ja durch die EU auch viel passiert in den letzten Monaten. Also total tatenlos ist es so oder so nicht. Und insofern reiht sich das, glaube ich, jetzt ein, diese Reise, als wichtiges Signal in viele andere Maßnahmen, die ja stattgefunden haben. Wie bewerten Sie das, Frau Sasse? Dadurch, dass die Reise des Kanzlers spät erfolgt im Vergleich zu anderen, sind natürlich jetzt die Erwartungen noch höher. Und er hat ja auch selber angekündigt, er fährt, wenn es etwas zu besprechen gibt. Er fährt nur, wenn es konkret etwas zu besprechen gibt. Genau, das heißt, die Erwartungen sind jetzt sehr hoch. Und mal sehen, ob so eine Reise oder überhaupt eine Reise dann diesen Erwartungen gerecht werden kann. Ein anderer Punkt, der mir noch sehr wichtig ist, wenn wir uns das ansehen, das ist natürlich nur ein Ausschnitt der EU. Und das ist sozusagen die alte EU. Und es ist auch die EU, die in Teilen Ostmitteleuropas. Ich will die Spaltung nicht zu groß machen. Das ist auch nicht nur eine regionale Spaltung. Aber das ist natürlich kein Bild der jetzigen EU. Und man hört auch aus Polen Töne, dass die Reise vielleicht nicht gemeinsam so vorbereitet wurde, wie sie hätte vorbereitet werden können. Die alte EU, nennen Sie das? Nein, ich nenne das nicht so. Aber man wird ja, also das sind ja schon ältere Mitgliedstaaten. Ja, aber ja, ist schon klar. Ich möchte auch, ich bin eigentlich generell vorsichtig zu sagen, dass die alte und die neue oder Ost und West, das hält eigentlich nicht Aber es genau erzählt diese, ja was, ne? Aber ja, genau diese drei Staaten stehen natürlich eigentlich für etwas, und sie stehen auch in den letzten Wochen zumindest für die Vorwürfe, dass sie zu viel mit Russland verhandeln wollen oder den Akzent auf Friedenspläne legen. Draghi hat einen vorgelegt. Ich glaube, die Diskussion sollte sich da nicht festmachen an, wer wie häufig mit Putin telefoniert. Das finde ich etwas absurd. Aber es sind jetzt genau die drei Länder, denen Teile Ostmitteleuropas in der EU, aber dann auch die Ukraine, schon nicht ganz vertrauen. Das heißt, besser wäre es, wenn morgen auch noch zum Beispiel aus Polen niemand mitfährt. Ja, genau. Und es gibt auch schon Befürchtungen, dass morgen, also wenn die Reise morgen stattfindet, dass tatsächlich Akzente in die Richtung gesetzt werden könnten von den dreien, zu sagen, jetzt muss es eine Verhandlungslösung geben. Das empfinden ja viele als viel zu früh. Und ich finde, ich schließe mich dem auch an. Wir haben jetzt gerade Medvedev gehört, der ja noch ein hoher Sicherheitsberater ist von Putin, der noch mal bekräftigt hat, die Ukraine eigentlich wirklich zu vernichten und in Frage gestellt hat, ob es die Ukraine in kürzester Zeit überhaupt noch gibt. Ich würde mich aber noch mal ganz ein bisschen positiver auch noch gleich positionieren und sagen, zumindest ist Draghi schon sehr explizit gewesen, was, wenn es um den EU-Kandidatenstatus der Ukraine geht. Also man kann ja eigentlich da morgen nicht zu dritt sitzen und unterschiedliche Positionen beziehen in dieser Frage. Und Macron hatte die Idee einer europäischen Gemeinschaft und wollte eigentlich die Ukraine länger warten lassen. Kanzler Scholz hat sich noch nicht so explizit positioniert. Andere in der SPD haben es getan. Das heißt, morgen müsste eigentlich auch in dieser Frage eine eindeutige Position da liegen. Und da haben wir zumindest Draghi bisher am deutlichsten gehört. Das wäre jetzt die optimistische Interpretation aus meiner Sicht. War ja sehr interessant, ne, wie Zelensky darauf geantwortet hat im Interview. Vielleicht hören wir einmal ganz kurz rein zur Frage des EU-Beitritts. Warum ist die Beziehung zwischen Bundeskanzler Olaf Scholz und Ihnen so kompliziert? Ich denke,
jede Skepsis у відносинах між керівництвом Німеччини до України. Я не вважаю, що цей скепсис саме приніс Шольц. Я не вважаю, що це щось нове. Звичайно, у нас, я вважаю, прекрасні відносини між народами і дуже непогані відносини між керівництвом. Але я вважаю, що цей скепсис щодо нас, особливо це проявляється у питаннях щодо майбутнього членства в Європейському Союзі або НАТО. Весь цей скепсис він був і ще до пана Шольца. На жаль, було таке відношення, і я вірю, що це відношення, воно виправиться. Тому це... Це ну, маємо те, що ми маємо в цьому питанні. Es ist in vielerlei Hinsicht ein interessantes Interview, ne? mit Christian Sievers, die Art und Weise, wie spricht. Ich finde, es ist was körperlich zu spüren, dieses Misstrauen. Wie geht's Ihnen da, Frau Sasse, wenn Sie das sehen? Ja, es ist sehr, sehr bedauerlich, den ukrainischen Präsidenten so zu hören und dass es auch so festgemacht wird an der deutschen Regierung. Man muss natürlich da auch dabei sehen, dass es nicht das einzige Land ist, was etwas zögerlicher sich zu Waffenlieferungen, schweren Waffenlieferungen entschieden hat. Aber Deutschland steht also auch vor einigen anderen, die vielleicht in einer ähnlichen Position sind. Aber Deutschland kriegt die meiste Kritik ab. Aber das soll nicht davon ablenken, dass zumindest die Kommunikation um die Unterstützung für die Ukraine und insbesondere die schweren Waffen und die Lieferungen, die Verzögerungen dabei oder eben einfach nicht richtig kommunizierte Zeitabläufe, in denen das möglich ist, dass das sehr viel zerbrochen hat vom Vertrauen in der Ukraine. Ja, aber geht es da nicht auch, also das ist das, was ich da spüre, Frau Kade, um etwas, was schon viel länger kaputt ist, um ein wirklich tief sitzendes Misstrauen und nicht nur Misstrauen, eine große Enttäuschung? Ja, das denke ich auch, dass man das heraushören kann. Denn es geht ja seit 2014 eigentlich so, dass Deutschland über die Interessen der Ukraine eigentlich hinweggeht. Ja. Also seit der Annexion der Krim. Dann erst wurde ja Nord Stream 2 in Gang gesetzt und fertiggestellt, sowieso viel später, aber dann auch tatsächlich vorangetrieben. Ja. Ja, genau. Und die Ukraine hat ständig gewarnt und es hat eigentlich nicht die Konsequenzen gehabt, die es hätte haben müssen. Und wir haben schon die zögerliche Kommunikation angesprochen. Sie war auch zum Teil irreführend, wenn Olaf Scholz sagt, wir gehören zu den größten Unterstützern der Ukraine bei schweren Waffen. Stimmt das einfach schlicht so nicht? Es gibt Listen, die wir einsehen konnten aus der ukrainischen Seite, die sagen, wir haben zwischen Ende März und Ende Mai kaum was bekommen. Also das sind Munition gewesen, Minen gewesen, aber Funkgeräte gewesen. Aber das, was den Unterschied macht, das ist gar nicht da. Also das liegt weit zurück. Es hat weit vor diesem Kriegsausbruch begonnen, aber es setzt sich eben fort. Und es wird nicht viel besser, muss man leider sagen. Herr Kurz, EU-Beitritt, ne? Da geht es auch um Geld. Da geht es um die Frage, wie sieht irgendwann diese EU aus? Wie sieht dieser riesige Binnenmarkt aus? Wie lesen Sie das, was Sie da gehört haben? Also die EU kann dann nicht so bleiben, wie sie jetzt ist. Und das muss gar kein Nachteil sein. Denn wir stehen uns ja mit den vielen Umverteilungselementen, die wir in der EU jetzt gebaut haben, zunehmend auch selber im Weg. Jetzt werden sehr viele darauf schielen, was bedeutet eigentlich der EU-Beitritt eines sehr armen Landes? Das wäre das ärmste Mitgliedsland, was wir dann haben, für meine Ansprüche an entsprechende Zuweisungen aus den gemeinsamen EU-Töpfen. Und das ist ja auch nicht die Grundidee der EU gewesen, dass wir eine supranationale Institutionen gründen, die dann immer nur Einkommen umverteilt, sondern die ursprüngliche Idee war ja eigentlich, wir schaffen die Handelsgrenzen und zwar nicht nur für Güter und also für Waren und Dienstleistungen ab, sondern wir ermöglichen auch freien Kapitalverkehr, freie Migration, Arbeitsmigration innerhalb dieses großen Binnenraums. Und wenn wir uns darüber wieder stärker verständigen können, dass wir uns wieder in diese Richtung hin entwickeln, dann kann das Ganze sogar auch für die EU noch einen positiven Beitrag leisten. Wir dürfen nicht vergessen, wir wollen der fortschrittlichste, wissensbasierte Wirtschaftsraum der Welt sein und geben immer noch rund ein Drittel unseres Gemeinschaftsbudgets für unsere Agrartöpfe aus. Das passt nicht zusammen. Das ist schon etwas jetzt aus der Zeit gefallen. Und das wäre so ein Anstoß, auch mal grundlegend über die Idee der EU noch mal nachzudenken. Ich habe Sie vorhin zitiert mit diesem Gedanken. Ich fand den wahnsinnig interessant zu sagen,
wollen wir das wirklich? Gibt es da die Agrarlobby, die direkt TPP Hurra schreit, wenn so ein großes Land wie die Ukraine, einer der größten Getreideproduzenten der Welt, wenn die dann plötzlich auch rankommen an diese Töpfe, wie geht denn Ihre Antwort darauf? Na, da wird es sehr starke Widerstände geben. Auch jetzt, die jetzige Kommission hat ja versucht, allmählich so diese Unwucht durch die Agrarpolitik etwas zurückzuführen. Das ist nur sehr graduell gelungen. Da wird man wahrscheinlich irgendwelche Kompensationsgeschäfte dann machen, zu sagen, also wenn wir das hier durchziehen, dann bekommt ihr irgendwelche anderen Trostpflaster. Aber das ist eben nicht die Idee der EU. So sollte es nicht sein, sondern wir sollten unsere gemeinsamen Interessen hier einbringen. Und da gibt es sehr viele. Und uns darauf konzentrieren und diese ganzen Umverteilungselemente, da würde ich auch weite Teile der Strukturfonds zu zählen, die nicht besonders gut evaluiert worden sind. Also wir tun auch den Empfängerländern nicht immer einen wirklichen Gefallen, wenn wir sie an die EU-Töpfe hängen, sondern wir tun ihnen eigentlich dadurch am besten, dass wir ihnen offene Märkte bieten, und denen sie sich dann selber bewähren können. Mhm. Herr Müller, wie schauen Sie auf das, was da passiert? Ich meine, das ist ein ganz interessanter Punkt. Vielleicht hören wir uns vorher noch einen anderen Satz von Selenskyj an, der da etwas einfordert von uns. Und deswegen ist ja diese Reise auch so interessant. Und man versteht dann auch plötzlich, warum diese drei. Und dass das möglicherweise tatsächlich eine Zeitenwende noch mal werden könnte mit Blick auf die EU. Er fordert nämlich ein, wenn es um die Frage EU geht oder nicht, und auch Ukraine und Russland, und gerade wir Deutschen haben immer so gute Geschäfte gemacht mit den Russen, entscheidet euch, auf welcher Seite wollt ihr stehen? Und ich glaube, für uns eine sehr heikle Frage. Bitte schön. Що ж ми очікуємо на його приїзд? Я просто би сказав, бо я би уточнив одну важливу річ. Нам потрібно від канцлера Шольца впевненість в тому, що вони підтримують Україну. Вони, він і його уряд повинен сам для себе обрати, не бути балансом між Україною і відносинами з Російською Федерацією, а обрати для себе, хто в пріоритеті. Хто в пріоритеті? Тому що я відчуваю, що народ Німеччини це зробив, а керівництво – це завжди складно, тому що багато різних викликів, я розумію. Zwei Tage vor dieser Reise, vor dieser Begegnung. Das ist eine harte Ansage, ne? Das deutsche Volk hat sich entschieden, die Führung nicht. Er meint Ihren Kanzler. Ich verstehe, was er formuliert aus seiner Situation heraus, weil er ja viel mehr erwartet auch. Und insofern würde ich auch nicht kritisieren, dass diese drei jetzt fahren, denn an diese drei gibt es eine große Erwartung. Und insofern ist es gut, dass sie dann jetzt auch fahren. Aber ich will doch noch mal sagen, dass jenseits von Waffen, die mit Waffenlieferungen, die Sie angesprochen haben, seit Jahren oder sogar Jahrzehnten Deutschland neben den USA der größte Unterstützer ist für die Ukraine, finanziell und humanitär. Das ist ja auch ein Statement, das ist ja auch eine klare Aussage, dass sich die Bundesregierung so verhalten hat. Auch Minsk muss man ja sehen als eine Initiative, um schlimmste Auseinandersetzungen zu verhindern. Das jetzt im Nachhinein zu kritisieren, dass manches nicht funktioniert hat. Gut, wir sind schlauer und wir wissen jetzt, dass wir von Putin belogen und betrogen wurden. Aber die Initiative ist doch erstmal richtig. Ist doch nicht im Konflikt zur Ukraine, sondern ist doch auch gewesen, um Schlimmeres zu verhindern. Darf ich Sie kurz aufklären, dass bei den finanziellen Unterstützungen Deutschland jetzt gerade wieder im Hintertreffen ist? Es sind nämlich Milliardensummen für Ende des Monats angekündigt worden und Deutschland ist wieder im Hintertreffen. Muss man leider auch sagen. Es geht nicht nur um die Sie wissen, dass wir in den letzten Jahren 2 Milliarden, dass wir 440 Millionen pro Jahr. Ja, es kann immer jetzt eine Entscheidung einer Regierung geben, eines anderen Landes, dass sie jetzt mit irgendeiner Überweisung schneller sind. Selenskyj spricht hier an, wie hat sich Deutschland in den vergangenen Jahren verhalten, was das erwartet mich interessieren. Er? Und in den vergangenen Jahren gab es ein klares Statement, eine Unterstützung für die Ukraine. Und auch jetzt, was den EU-Beitritt anbelangt. Sie suchen nicht immer eins raus und lassen das andere außer Acht. Man muss es doch mal im Gesamtzusammenhang sehen. Deswegen. Minsk, beides. Humanitär und finanziell muss man und sehen. Und Nord Stream 2. Muss man auch sehen. Ja. Genau. Frau Sasse, lass uns bitte einmal an dem Punkt bleiben, weil er hat Angst vor diesem Spagat, Frau Sasse. Formuliert das auch so. Gibt es diesen Spagat? Also
den wir da immer wieder versuchen. Gibt es diese Unklarheit? Er sagt, die deutsche Bevölkerung hat sich längst entschieden, auf welcher Seite die stehen wollen. Aber bei der Führung ist er sich da offensichtlich nicht sicher. Und wenn man den Satz hört, schwingt da ehrlich gesagt für mich die gleiche Enttäuschung mit wie in dem ersten Satz, den wir vorhin auch gehört haben. Eine tiefe Enttäuschung, und das ist nichts, was erst am 24. Februar beginnt, sondern offensichtlich lange vorher. Ja, ich meine, Herr Müller, Sie haben natürlich recht. Und Deutschland hat viel und wichtige wirtschaftliche Unterstützung geleistet. Deutschland hat auch vor dem Krieg wichtige Unterstützung. Das fällt manchmal gar nicht so auf, vielleicht im Bereich der Dezentralisierung in der Ukraine geleistet. Und das hat man Deutschland, das hat man auch anerkannt. Aber daneben gab es eben immer eine ganz andere Politik, die auf Russland gerichtet war und auf unsere wirtschaftlichen Interessen. Und das hat jetzt diese Vehemenz, mit der das ausdrückt, die baut das auf. Und momentan, ich glaube, Spagat ist etwas bewusst überspitzt formuliert, aber zumindest wird nicht klar kommuniziert, was genau jetzt für die Ukraine, insbesondere jetzt mit dem EU-Kandidatenstatus, passieren soll, wie Deutschlands Position überhaupt ist. Und die Ukraine dürfte jetzt in diesem Moment eigentlich nicht rätseln müssen, was die Position ist. Vielleicht wird sie morgen kommuniziert, aber auch das ist wieder spät. Also Ende dieser Woche soll die Kommission sich dazu äußern, nächste Woche soll der Europäische Rat, also alle Mitgliedstaaten, darüber abstimmen. Das heißt, das ist spät wieder. Also jedes Mal bei jeder Frage kommt die Kommunikation spät. Das heißt ja nicht, man kann auch eine Position vertreten, aber das offen zu lassen oder was dann zögerlich wirkt und zögerlich ist, das ist ein Problem. Der Eindruck, der entsteht, ist doch, wir tun nur das, was nötig ist, und zwar so spät wie möglich. Ja, also Sie wollen es darauf hinaus, aber ich habe dafür keine Belege, dass eine bewusste Agenda ist, dass man das verzögert. Also ich sehe vieles davon auch als, dass man es entweder unterschätzt hat, wann was ankommen kann, oder dass man es eben nicht als Priorität schnell genug gesehen hat. Ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus. Also auf diese... Ist das nicht fast so eine Lebenslüge auch von deutscher Politik? Und das sage ich jetzt ohne jeden Vorwurf. Sie sind im Auswärtigen Ausschuss, Herr Müller, deswegen beschäftigen Sie sich auch mit solchen Fragen. Muss man sich da nicht von einer echten Lebenslüge am Ende auch verabschieden und sagen? Ich meine, in Bezug auf Russland. In Bezug auf Russland und auch auf die Ukraine. Ich habe mich mit Karl Schlögl, dem Historiker, dieser Tage noch mal beschäftigt, der schon 2015 schreibt, wir reden immer über die Ukraine, aber nie mit denen. Und das im Grunde auch, kann man eigentlich erweitern auf alle osteuropäischen Staaten. Und da sitzt eine tiefe Frustration, speziell mit Deutschland. Da gab es Aussagen auch von Frank-Walter Steinmeier und anderen. Da wird dann die Rede sein vom Nachbarn Russland. Russland ist gar nicht unser Nachbar, wenn man es jetzt mal rein geografisch nimmt. Sondern, ich verstehe den Punkt. Aber aus osteuropäischer Sicht klingt das immer so, wir sind gar nicht da. Wir existieren für die gar nicht. Russland ist viel zu wichtig für die Deutschen, die wollen mit uns Geschäfte machen. Also ich glaube, es gibt wenige, die sich so auch eingesetzt haben für die Situation der Ukraine und um unterstützen zu können wie Steinmeier. Und er wollte jetzt ja im Übrigen auch, wenn ich das richtig erinnere, mit dem polnischen Staatschef gemeinsam die Reise in die Ukraine machen, was dann von der Seite abgelehnt wurde. Also das sind ja alles auch Initiativen, die man sehen muss. Aber Herr Lanz, wir brauchen noch nicht drum herum reden, dass wir jetzt in den letzten 3 Monaten auch schlauer geworden sind und dass wir Dinge erkannt haben, die vorher nicht so offensichtlich waren oder eben nicht so gesehen wurden. Das ganze Verhältnis zu Russland zu überdenken muss, ja, wem bricht ein Zacken aus der Krone, das zu sagen? Natürlich, wir müssen Dinge neu verabreden, wir müssen Dinge neu erkennen. Meine Frank-Walter Steinmeier, wenn Sie sagen, der hat sich so wahnsinnig eingesetzt. Mir fallen 2 Dinge ein. Mit 2008, Georgien, sollte es Sanktionen geben gegen Russland. Mhm. Es waren die Deutschen, die sich geweigert haben, diese Sanktionen mitzutragen. Gegen den erklärten Wunsch, glaube ich, der Franzosen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Warum haben wir das damals nicht gemacht? 2014, Maidan, ganz berühmte Bilder. Frank-Walter Steinmeier, der sich weigert, ein paar Worte zu richten an die sogenannten Aufständischen auf der Maidan. Es sind damals Menschen geschlagen, erschossen worden. Und wir haben uns geweigert, einmal ein klares Wort an diese Leute zu richten. Aber Sanktionen ab 2014, 15 hat es dann wiederum auch gegeben gegen Russland. Und dann haben wir 2015 Nord Stream 2 auf den Weg gebracht. Und dann haben wir Minsk, Sie sagten gerade Minsk, gut gemeint. Aber ich meine, auch da wieder, wenn die Russen doch sagen, auf der Krim, das waren wir gar nicht. Das waren die berühmten grünen Männchen. Warum holen wir dann die Russen da überhaupt mit an den Tisch? Warum muss man mit jemandem verhandeln, der offiziell gar nicht da war? Verstehen Sie, was ich meine? Der Punkt über die Köpfe hinweg. Und das ist diese Enttäuschung, die da mitschwingt. Und es wird aber in Ihrer Darstellung jetzt auch außer Acht gelassen, dass es auch innerhalb der Ukraine
eine schwierige Frage gab, wie man damit umgeht. Ja. Und zwischen den wechselnden Regierungen der Ukraine bis heute es eine Auseinandersetzung gibt zu Minsk und zu der Frage, wie man mit der Situation umgeht. Das gehört ja zur Wahrheit mit dazu. Und wenn wir heute diskutieren, wir sollten nicht über die Köpfe der Ukraine hinweg als Besserwisser auftreten, etwas entscheiden, dann muss man eben auch einordnen, dass es zur damaligen Zeit eben auch die Kontakte zur damaligen Regierung in der Ukraine gab, die Dinge durchaus anders gesehen hat, als es heute der Fall ist. Das stimmt aber nicht, dass verschiedene ukrainische Regierungen Minsk anders gesehen haben. Sie haben akzeptiert am Anfang, dass es keine andere Möglichkeit gab. Die ukrainische Armee war nicht so aufgestellt, wie sie das jetzt ist. Und wir haben unter anderem auch keine Waffen geliefert. Und, ne? Schon damals und der Westen war das hat in dem Thema. Moment das überhaupt nicht erwogen zu unterstützen. Das heißt, das war die einzige Lösung zu versuchen, hat aber nicht geklappt, einen Konflikt einzufrieren. Die kann man nie wirklich einfrieren. Aber die Position der ukrainischen Regierung, auch unter verschiedenen Präsidenten, hat sich und die Sichtweise auf das, was in dem Abkommen festgehalten wurde, das hat sich nicht verändert. Das war immer negativ und das ließ sich nie vereinbaren, auch in der Reihenfolge der Punkte mit den wirklichen ukrainischen staatlichen Interessen und dem, was Russland wollte. Darf ich Sie mal an dem Punkt fragen? Herr Müller, Sie sind für mich so der Inbegriff des aufrechten Sozialdemokraten. Ja? Die Verstrickungen zum Beispiel des Altkanzlers Gerd Schröder in dieses Erdgasgeschäft, und zwar häufig auch auf Kosten der Ukraine und auch der osteuropäischen Nachbarn, hatten Sie da nie ein mulmiges Gefühl? Haben Sie da nie gedacht, das kann man so nicht machen? Ja, natürlich. Was erwarten Sie jetzt dafür eine Antwort? Natürlich, klar. Und es ist ja nun auch ein Konflikt zwischen der SPD und dem Altkanzler, über den alle reden. Und ich glaube, das wird auch nicht mehr gut, das Verhältnis, weil da ist auch etwas zerbrochen, das ist auch ein Vertrauensverhältnis zwischen SPD und Gerhard Schröder verloren gegangen und so. Aber ja, natürlich. Aber es ist ja nicht nur Gerhard Schröder, es ist ja die Geschichte Ihrer Partei. Sie diskutieren das ja fast jeden Abend, die Rolle der SPD. Ich freue mich, dass Sie uns gucken. Ja, mache ich. Aber was ich schon bemerkenswert finde, ist, dass es immer wieder darum geht, welche Verfehlungen hat die SPD letzten 20 Jahren zu verantworten oder vielleicht darüber hinaus. Und ja, ich sage es noch mal, natürlich hat es Fehler gegeben. Und in Regierungsverantwortung werden auch dann mitunter Fehler gemacht, weil man eine Einschätzung eines Gesprächspartners hat, die sich so nicht bewahrheitet. Weil man verschiedene Interessen unter einen Hut bringen muss und man merkt dann, dass es doch ein Kompromiss war, den man vielleicht nicht hätte eingehen sollen. Aber es war insgesamt natürlich eine Haltung da, auch zum Glück ja nach Ende des Kalten Krieges, nach dem Fall der Mauer, wo man die Hoffnung hatte, dass man in einem friedlichen Europa mit Russland auch etwas verabreden kann. Und wir sehen nun, und es wird ja auch, die Verträge werden aufgekündigt, die Beziehungen werden aufgekündigt, man sieht nun, dass es nicht geht.